JG Bonsai mit einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Danke vielmals für alle, die sich abonniert haben. Wir wachsen und das freut mich extrem. Und ja, ich war ein bisschen absent momentan. Ich musste das Wohnzimmer umbauen oder wollte logischerweise das Wohnzimmer umbauen. Aber jetzt bin ich wieder da mit einem neuen Thema. Und zwar Tipps und Tricks. Wir machen eine Videostaffel. Die Idee ist zum Thema Gestaltung. Wie gestalte ich ein Bonsai, respektive wie mache ich zum Beispiel aus einer Gartencenter oder Baumschule Baum ein Bonsai. Gehen wir mal dieses Thema an, auf was muss ich schauen, was sind wichtige Themen. Wir machen nicht nur ein Video draus, weil das ist doch ein wichtiges Thema und ich versuche so ein kleines Online-Workshop zu machen mit euch und versuche das aufzunehmen. Das heißt, wir machen 4 Videos. Heute kurz ein bisschen Theorie, die wichtigsten Punkte, auf was man schauen muss, welche Punkte sind relevant, welche Punkte muss man in erster Linie nicht unbedingt beachten. Viele Leute, wo das vielleicht noch nicht wissen, machen das eben falsch. Da komme ich dann später noch dazu, wenn wir am Whiteboard sind. Das sind so die wichtigen Punkte, die ich erklären möchte im ersten Theorieteil. Dann gehen wir mal in den Gartencenter oder in eine Baumschule und suchen uns ein Bäumchen aus, wo wir diese Punkte anwenden können. Das nehmen wir auf, welche das wir dann zusammen auswählen. Ich wähle ihn aus, aber ich kommentiere und ich beurteile anhand dieser Punkte, welche das wir nehmen. Und im dritten Video würde ich sagen, dass wir ihn dann zusammen anhand dieser Punkte gestalten und das wirklich zusammen machen. Und beim vierten Video machen wir dann noch das Finish mit dem Drahten etc. etc. Und dann haben wir am Schluss eigentlich das ganze Prozess durchgemacht. Ich sage jetzt mal, ich mache es halt durch, ihr seid halt online dabei, aber ich denke, ich versuche mir so gut wie möglich das Zeug zu zeigen und zu erklären. Gut, nehmen wir das erste Punkt an, gehen wir ins Gestaltung, respektive, ja, doch, Gestaltung, Design, was man auch immer sagen möchte. Gestaltung, erster Punkt, wichtig ist, ich nehme es dann am Schluss so ein bisschen näher ran, dann könnt ihr es Pause drücken und ein Bildschirmfoto machen. Was ist der erste Punkt? Sicher wichtig, dass man achtet, auf was man schauen muss, wenn man ein Bäumchen vor sich hat. Wenn ich das zum Beispiel jemand frage, dann kommt meistens ja die Form, die Äste, die Blätter. Das sind Punkte, die kommen auch auf die Liste, aber die kommen ziemlich weit unten auf die Liste. Logischerweise die Gesundheit. Ich nehme jetzt das nicht auf. Ich gehe jetzt mal von einem gesunden Bäumchen auf. Also, dass man zuerst natürlich die Gesundheit anschaut, das ist ja klar, wie der Baum aussieht, etc. Von der Gesundheitsebene. Nur von der Gesundheitsebene. Ansonsten, der erste Punkt, wirklich maßgebender Punkt, und ich schreibe sie auch nach der Priorität auf. Punkt 1 ist, wie ich schon mal in anderen Videos gesagt habe, ist das Fundament, das Nebari, den Wurzelsatz, das Schien, wie ihr es auch nennen wollt. Das Fundament, wo man dann drauf baut, das ist das erste Punkt. Das heißt, wir schauen den Wurzelsatz an, wir schauen, wie der aussieht, was haben wir für Wurzeln, haben wir schon größere Wurzeln etc. Das sind die Punkte, die wir zuerst anschauen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier mal auf Nebari, Punkt 1, mit dem ist gemeint, der Wurzelsatz, wie sieht er aus, was haben wir unten am Wurzel. Logischerweise, wir können nicht in einem Bonsai-Center alle Bonsai-Töpfe aufreißen und schauen, nein, so gut es geht, wir machen auf, wir schauen, was finden wir, etc. Das ist Punkt 1. Punkt 2, und ich versuche es auch von der Reihenfolge, von der Priorität her,
zu definieren. Punkt 2 ist natürlich der Stamm. Der Stamm, nicht der Stamm von der Qualität her etc., sondern vom Stammverlauf. Haben wir Bewegungen drin? Haben wir einen Schwung? Haben wir Flow? Haben wir Dynamik drin? Oder ist es einfach nur grad? Oder einfach die Bewegung, sage ich jetzt mal. Stamm. Stammverlauf. Was haben wir für einen Stammverlauf? Punkt 2. Punkt 3. Punkt 3 sind zum Teil spezielle. Hat es etwas Spezielles an diesem Baum? Gibt es spezielle Merkmale? Hat es schon ein Jin? Hat es schon ein Shari? Oder gibt es Totholz bei einem Kiefer zum Beispiel? Oder respektive bei einem Konifer zum Beispiel. Die Konifer, die sind mehr für Totholz, und zum Beispiel eine Kiefer, die ist mehr für die massive Borken. Und das sind so Merkmale, das sind typische Merkmale. Die kommen auf Punkt 3. Also ich sage jetzt mal spezielle Merkmale. Punkt 4 kommt erst dieser Punkt. Äste. Positionierung der Äste. Was hat er für Äste schon? Wo sind die positioniert? Kann ich die brauchen? Kann ich die verwenden? Wie viel muss ich schneiden? Muss ich biegen, nicht biegen? Sind viele Äste schon am richtigen Ort? Oder muss ich dann recht viel neu bauen? Das kommt alles beim Punkt 4. Positionen der Äste. Punkt 4. Punkt 5 kommt, wie sieht die Spitze aus? Wie ist die Krone? Was haben wir für eine Krone? Müssen wir die das hat jetzt wehgetan. Wie sieht die Krone aus? Müssen wir die noch schneiden? Müssen wir die neu aufbauen? Gibt es da schon etwas? Schaut man diesen Punkt an, aus Punkt 5. Krone Aufbau. Krone Aufbau. Punkt 5. Und jetzt Punkt 6 kommt erst die Blätter, die Nägel, die Blüten, die schönen Früchten. Punkt 6. Das kommt als Letztes, weil das kann man dann, wenn der Baum schön aufgebaut ist und wir eine schöne Struktur haben, dann kommt das automatisch, dann sind die am richtigen Ort und der Baum sieht wunderschön aus. Aber zuerst muss man den bauen, soweit. Und wenn man Rücksicht nimmt auf die unteren Punkte zuerst, dann geht man zum Teil in die falsche Richtung oder es geht alles einfach viel länger, weil man zu lange auf etwas wartet, um zurückzuschneiden oder zum Weiterentwickeln. Also Punkt 6 wären Blätter, Blüten, Früchten etc. Das sind die 6 Punkte, die sage ich jetzt mal am wichtigsten sind, und wirklich diese Reihenfolge. Man schaut zuerst, wie sieht den Wurzelsatz aus, wie sieht das Nebari aus, was habe ich da schon, was habe ich für ein Potenzial, oder muss ich dann alles neu machen oder abmosen, weil ich es nicht brauchen kann, oder was auch immer. Das ist der erste Punkt. Auch für die Ausrichtung, man will ja auch schöne Wurzeln zeigen, einen schönen Wurzelsatz wollen wir ja zeigen, und darum ist das der erste Punkt. Das zeigt auch, in welche Richtung der Baum was die Frontseite sein kann, etc. Darum erster Punkt,
Nebari. Zweiter Punkt, Stammverlauf. Was haben wir für einen Stammverlauf? Haben wir schon schöne Kurven drin? Oder sieht der zu künstlich aus? So ein Baumarkt-Bonsai? Oder Punkt 2. Punkt 3, spezielle Futures. Also zum Beispiel Gin, Shari, Totholz etc. Haben wir das schon? Sieht das schön aus? Müssen wir das zeigen? Können wir das bearbeiten, damit es schön aussieht und das dann als Frontseite nehmen etc.? Alles das, solche Sachen sind Ideen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir es eben schauen nach dieser Reihenfolge. Positionierung der Äste, wie sind sie? Jetzt kann ich sagen, okay, wenn ich den Stamm hier habe, wenn ich den schönsten Stammteil in dieser Richtung habe, zum Beispiel, okay, und jetzt habe ich den besten Stammverlauf, zeigt mir aber von dieser Sicht an, okay, jetzt habe ich aber noch super spezielle Futures und die habe ich auch auf dieser Seite, genau gleich wie der Nebari-Seite. Ah, toll, cool, dann passen schon zwei Merkmale in die richtige Richtung. Und genau so arbeitet man sich dann durch diese Punkte und am Schluss hat man eigentlich eine Frontansicht vom Design, sage ich etwas so, den nehme ich, den bearbeite ich so. Wenn ich ihn so nach diesen Punkten, kann ich das rausholen aus ihm. Und das sind genau diese Punkte. Ich halte es nochmal hin, damit ihr es, falls ihr möchtet, das auch fotografieren könnt. Kein Problem. Also von dem her. Und das sind die wichtigsten Punkte, damit wir es. Genau so werden wir auch unser Baum im Gartencenter oder in der Baumschule aussuchen. Nach diesen Punkten, nach diesen Kriterien und nach diesen Kriterien werden wir auch dann die Frontseite definieren und sagen, okay, was ist das Maximum, was man machen kann. Das ist ein Punkt sicher, wo wichtig ist. Ich muss da schnell putzen, ich putze hier schnell, ich brauche es nochmal. Mit diesen 6 Punkten kann ich mir schon ein Bild machen, was das Potenzial vom Baum ist. Was man sich dann aber weiter Gedanken macht, ist auf der einen Seite, was ist das für ein Baum? Was sind die Charakterzüge von so einem Baum, von dieser Art? Weil das beeinflusst ja auch das Design und die Gestaltung. Was will ich erreichen? Was habe ich mir für eine Vorstellung eben jetzt? Und dementsprechend aus dem raus kann ich dann ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Ausrichtung vom Design definieren, in welche Richtung möchte ich gehen. Auch die Dynamik vom Baum kann ich so ein bisschen definieren dann. Wichtig ist dann zum Beispiel, wenn ich sage, okay, wir brechen es jetzt in 2 Kapitel, sage ich jetzt mal ein Kapitel, sage ich jetzt mal Dynamik. Dynamik, die wir erzeugen möchten. Dynamik verstehe ich auch die Wahrnehmung, wenn jemand den Baum sieht. Was ist das für eine Wahrnehmung? Was bekommt man? Was empfindet man? Ist das ein maskuliner Baum? Ist es mehr ein femininer Baum? Das meine ich mit Dynamik. Und 3 wichtige Punkte, die zu dieser Dynamik führen, ist logischerweise auf der einen Seite Punkt 1 ist der Stamm. Und was ich meine mit dem Stamm, dann meine ich nicht die Dicke vom Stamm etc., sondern die Ausrichtung. Zieht der Stamm nach rechts oder zieht er zum Beispiel nach links, der Stamm? Oder ist es ein Stamm, der ein bisschen geschwungen ist, aber im Normalfall hat er eine Auslegung. Dann wird er nach rechts oder dann wird er nach links. Außer wir haben die Form natürlich gerade, dann ist es logisch. Aber sonst hat er eine Auslegung. Das ist eines, was sich ein Punkt, wo das definiert, der Stamm. Der zweite Punkt ist die Hauptäste. Also zum Beispiel, was habe ich für Hauptäste? Oder die Äste, die größte Bewegung erzeugen oder die markante Bewegung erzeugen. Das sind
Punkt 2, die geben auch vor, was das für eine Dynamik entsteht am Schluss, je nachdem, in welche Richtung ich die Auslegung habe, diese markanten Äste. Also schreibe ich hier wichtigste Äste. Wichtigste Äste, Punkt 2. Punkt 3. Stört das? Die Krone. Auch die Krone hat eine Auslegung. Ist die Krone entweder nach links oder nach rechts ausgelegt? Und das in Kombination zusammen ergibt dann eine Dynamik, wo der Baum ausstrahlt, zum Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel, ist der Stamm eher nach rechts, also der Stamm zieht nach rechts und wir haben auch die wichtigste Äste oder der Merkmalast zum Beispiel zieht auch nach rechts. Dann haben wir dort eigentlich, dann entsteht dort eine Soft, also alles zieht nach rechts. Wir haben den Stamm, der nach rechts zieht, wir haben der wichtigste Ast, der nach rechts zieht und wir haben die Krone, der nach rechts zieht. Und von dem her, das, wenn man das im Bild dann anschaut, alles nach rechts zum Beispiel, dann gibt das eine Soft-Verbindung, das ist eher softlich, also eher feminin, eher weiblich, erzeugt das als Dynamik. Das ist ein Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel den Stamm nach rechts habe, aber ich habe der wichtigste Ast zum Beispiel, der auch nach rechts zeigt, habe ich zwei Komponenten, die nach rechts zeigen. Und jetzt habe ich die Krone, die aber eine linke Auslegung habe, die oben nach links zeigt mehr. Dann habe ich mehr eine dynamische, das gibt mehr ein dynamisches Bild. Baum nach, also der Stamm geht nach rechts, wir haben rechts unten die längere Auslegung und dann haben wir den Gegenzug oben. Von der Krone und das gibt dann eine Dynamik rein, also respektiv, das wird dann dynamisch und ich würde auch jetzt behaupten, 98, nein, vielleicht ist es viel, aber viel Prozent, 90% vielleicht der Bäume, der Bonsais gehen in diese Richtung rein, also in das dynamisch rein, also Stamm und Hauptast in die gleiche Richtung und oben die Krone, die einen Gegenzug machen. Im Gegenzug, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir natürlich den Stamm nach rechts haben. Wir haben den Stamm nach rechts und jetzt haben wir die wichtigste Ast unten nach links und die Krone auch nach links. Da haben wir zwei Komponenten, die nach links ziehen und der Hauptstamm, der nach rechts zieht. Und das gibt dann mehr eine Spannung, also das wirkt dann mehr Spannung, das ist so wie, ja, wie etwas ziehen würde, oder? Das gibt dann dieser Effekt, den sagt man auch Tension, also wirklich Zug, Spannung, das ist, wenn wie als jemand der Baum halten würde, oder? Und mit solchen Gedankenspielen gibt man eben sich schon im Vorfeld sich den Gedanken, ja, was will ich erreichen, was ist es für eine Baumart, was will ich erzeugen und dann kommt eben, was will ich für eine Dynamik dabei haben, will ich mehr in diese Richtung soft rein, dynamisch rein oder doch wieder Tension, richtig Spannung, etwas, was ich gegen, was sag ich jetzt mal, Literate sind zum Beispiel, haben viel zum Teil solche Spannungen drin. Das sind so Sachen, die das gibt. Oder? Logischerweise aus dieses raus hier entsteht dann der zweite Kapitel, den ich sage ich jetzt mal, oder ich nenne es mal jetzt mal der Output. Der Output von dem wäre jetzt logischerweise zum Beispiel, also seht ihr es überhaupt noch? Der Output von dem natürlich wäre eben, was mir dann diese sechs Punkte zuerst definiert. Okay, jetzt weiß ich, was ich für welche, also
Logischerweise weiß ich, was für eine Baumart das ich habe, welche, dass ich, in welche Richtung gehe ich, Nadelbaum, Laubbaum etc. Wir werden in diesem Beispiel, glaube ich, mehr Richtung Nadelbaum gehen, damit wir es ein bisschen effektiver und zeigen kann, weil dort kann ich mehr biegen, dort kann ich mehr drahten, dort kann ich mehr zeigen und etc. Also wir werden hier Richtung Nadelbaum gehen sicher. Und dann weiß ich, okay, wir sind in dieser Kategorie drin und wir sind dementsprechend dann, entweder werden wir in Richtung Konifer gehen oder mehr Richtung Kiefer, das werden wir schauen, was es im Gartencenter hat. Aber aus das aus, dann aus diesen 6 Punkten, wo ich dann definiert habe, was das Beste ist, das Potenzial vom Baum ist, in welche Richtung etc., also was die Ansicht ist etc. Und ich dann auch weiß, in welche Dynamik ich an dem Baum geben möchte, kommt eben der Output und das definiert mir dann natürlich, was will ich für eine Form erreichen. Die Form definiert es. Es definiert logischerweise die Größe vom Baum. Es definiert logischerweise die Frontseite. Es definiert logischerweise, was gedrahtet wird. Eigentlich der Output sind dann die Techniken, die wir anwenden müssen, um das, was wir hier vorne gestaltet haben, respektive geplant haben. Wir fangen wirklich an, es ist wie eine Wertschöpfung. Wir fangen an, wir planen uns hier oben, Gedanken planen wir, dann definieren wir, was wir, das Ziel, was wir erreichen wollen mit dem Baum, wie soll er am Schluss aussehen und dementsprechend dann, was wir für Techniken anwenden müssen, damit wir es erreichen können. Und das ist eigentlich die Gestaltung von Bonsai. Wir werden das dann auch bei einem Baum machen, live vom Gartencenter, nach den 6 Punkten aussuchen, dann werden wir den so vorbereiten, wir werden dann eine Dynamik definieren, weil erst wenn die 6 Punkte vorbereitet sind, weiß ich, wo wir stehen und was das Potenzial ist vom Baum. Dann mache ich mir Gedanken, was ich für eine Dynamik reinbringen möchte. Und dann weiß ich, okay, jetzt es geht in diese Formrichtung, okay, dementsprechend muss ich ihn hier kürzen, ich muss vielleicht, das ist die Frontseite, ich muss vielleicht eben drahten, ein Ast in diese Richtung drahten, der andere in diese Richtung und hier muss ich vielleicht noch einen neuen Ast aufbauen, etc. etc. Und dann kommt es. Es geht der Weg dorthin, wo man eigentlich das Ziel, wo man hier gesteckt hat, versucht zu erreichen. Es gibt Leute, ja, ich sage jetzt mal so, ich bin ein schlechter Zeichner, ich zeichne nie, vor allem ich muss es momentan auch nicht mehr von dem her die Bäumchen zeichnen oder Ideen bringen, aber wenn man natürlich für Kunden arbeitet, an Kundenbäume arbeiten und man Kundenbäume vor Ort bei ihnen bearbeitet, dann haben es Kunden schon gerne, wenn man eine Idee bringt. Und das heißt, man hat einen Baum, man will ihn bearbeiten, man geht nach diesen Punkten schauen, was ist das Maximum, was man rausholen kann aus diesem Baum. Vielleicht ist es schon ein Bonsai, vielleicht sind diese Punkte viele schon definiert, aber man macht es genau so, bearbeitet man das alles vor und dann kommt eine Zeichnung raus. Wortwörtlich eine Zeichnung. Und da diese Zeichnung könnte man am Kunden dann zeigen und sagen, so würde er etwa aussehen. Oder ich würde vielleicht diese Richtung gehen, etc. Bei vielen passiert das im Kopf, bleibt im Kopf und dann versucht man das eben zu erreichen. So, viel geredet. Das zur Theorie, zum Thema Gestalten. Teil 1. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht, damit ihr euch auch wisst, auf welche Punkte wichtig sind, auf was man schauen muss. Es kommt dann noch ein bisschen logischerweise noch Erfahrung dazu und Möglichkeiten, das Potenzial zu definieren, okay, was ist überhaupt möglich, wie viel kann ich welchen Baum biegen. Das sind dann Sachen, die man dann natürlich auch berücksichtigen muss beim Gestalten, die man halt mit Erfahrung
weiß oder dementsprechend sich halt zuerst informieren muss, was ist überhaupt möglich bei diesen Bäumen, weil eben wie gesagt, nicht jeder Baum kann ich so biegen und dementsprechend ein Ast irgendwo schön positionieren. Also von dem her, da gibt es nur eines, entweder ich implantiere ihn oder ich suche eine andere Möglichkeit, respektive zu schauen, ob dort etwas Knospen sich bilden können oder ich erzeuge einen und versuche ihn dort dann einzupflanzen. Das war's von meiner Seite zum Thema Gestaltung, Teil 1. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich versuche, dass wir das bald, das Teil 2 machen können, wo wir in den Gartencenter gehen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran an diesem Video. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und auch weiterempfehlt und weiter teilt, damit wir wachsen können, damit auch mehr Leute von solchen Informationen profitieren können, weil ich denke schon, das sind sehr wichtige Informationen und es sind nicht so schwierig. Und wenn man sich die ein bisschen vor den Augen hat, dann kann man schon viel früher eine Struktur definieren, eine Struktur herauslesen aus einem Baum. Und aus diesem Grund, gibt doch diese Information weiter, abonniert den Kanal. Und ja, ich freue mich auf Teil 2 dann, Tipps und Tricks, Gestaltung Teil 2 im Gartencenter. Bis dahin werden wir sicherlich uns in einem anderen Video sehen. Ich werde die Winterlinde jetzt demnächst umtopfen. Vielleicht mache ich ein Video draus. Was ich unbedingt auch machen muss, ist die Rotkiefer bei mir, die große Rotkiefer. Die muss ich den Draht wegnehmen und möchte vielleicht ihn neu drahten oder zumindest kurz die alte Nadel wegnehmen. Und ja, das möchte ich noch sicher machen. Vielleicht nehme ich dort auf und erzähle etwas über die Rotkiefer, mal schauen. Bis dahin, passt auf euch auf, passt auf die Bäumchen auf, bleibt alle gesund. Es ist sich ja vielleicht ein bisschen am Beruhigen, zumindest bei uns machen endlich die Restaurants und die Bar wieder auf. Zumindest die Terrassen dürfen ab morgen wieder aufmachen. Also können wir mal endlich wieder auf einer Terrasse sitzen. Und ja, genießt diesen Moment. Und bis zum nächsten Video. JJ Bonsai bedankt sich bei allen. Bleibt gesund. Ciao zusammen.